Leute. Hört mal her, ich erzähl euch was von Marlene. Marlene, du bist so wunderschön, so süß und saftig anzusehen. Pass auf, meine Kleine, und denk stets daran, für dich gibt es immer nur einen Mann. Der Typ aus der Disco, der Knilch vom Café, der heiße Schnulli vom Kudamm Carré. Ein Schmalspur-Rambo von der Bundesbahn, für dich, Marlene, nicht der richtige Mann. Wenn Kojak dir seine Lolli schenkt und Otto sich für dich den Steiß verrenkt, schneidet Zizi Top sich auch die Bärte ab. Für dich, Marlene, sind sie alle zu schlapp. Selbst wenn Michael Jackson heute sein Bestes gibt, Schimanski dir zu Füßen liegt, wird Boris Becker auch Number One. Für dich, Marlene, nicht der richtige Mann. Marlene, lass sein, Marlene. Wärme pfeifen, wenn die Ute liegt so nah. Also Marlene, greif zu, er steht genau vor dir. Der Supermann aus dem Nachbarhaus kam nackt aus seiner Sauna raus. Ein bisschen weniger, ich sah es genau, dann wär der Typ eine Superfrau. Und gibt es nur einen auf dieser Welt, der zu dir hält und dir gefällt, auch wenn er nichts Besonderes kann, für dich Marlene genau der richtige Mann. Und wer ist das? Otto! Du ist Trinker! Goofy! Bitte weiter! King Kong! Verhoppenste! Ulrich Honigo! Andi! Nein! Marlene, lass sein, Marlene! Oh, Marlene, lass ihn stehen.